Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung von Augmented Reality für die Energieversorgung. Dabei stand vor allem die Frage im Vordergrund, wie Leitungssysteme, welche heute nur durch einzelne Objekte an der Oberfläche erkennbar sind, in Zukunft auch zwischen diesen einzelnen Objekten visualisiert werden können. Im Fokus der Arbeit stand die Frage nach den erreichbaren Lagegenauigkeiten mit heutiger Augmented Reality Technologie. Dazu wurde ein mobiles Endgerät des Herstellers Apple eingesetzt. Um die Stabilität virtueller Objekte in der Realwelt zu testen, wurden verschiedene Versuchsszenarien durchgeführt. Dabei wurden Objekte auf dem Bildschirm des mobilen Endgeräts visualisiert und gleichzeitig Bewegungsaktivitäten durchgeführt.